Hallo und willkommen bei der Alpenrevue. Gehen wir doch mal heute zurück in die 60s. The Knives waren eine Londoner Band der späten 60er Jahre. Sie waren maßgeblich an dem Vibe der damaligen Jahre mitbeteiligt und galten im aufkommenden Psychedelic-Rock als eine berüchtigte Liveband. Ihre Auftritte glichen Events, in denen lange Solos und Zerstörungswut herrschten. Keith Emerson, der Frontman der Band, gewöhnte es sich an, seine Hammond-Orgel zu malträtieren, teilweise mit Hilfe von extravaganten Dolchen, die er zwischen die Tasten rammte. Urbane Legende besagt, dass ein solches Messer ein waschechter Hitlerjugend-Dolch war, den Emerson von Lemmy Kilmister bekam, der damals ein Roadie von The Knives war. Während ihres Bestehens hat The Knives 4 Alben herausgebracht und sich dann aufgelöst. Den meisten, wenn überhaupt, ist diese Band eher als eine Fußnote bekannt, als jene Band, die Keith Emerson vor der Gründung von Emerson, Lake & Palmer betrieb. Doch in der Londoner Musikszene von 1967 und 68 war die Wahrnehmung von The Knives eine gänzlich andere. Dies war eine sehr aktive Liveband, die unentwegt auf den typischen Bühnen der Londoner Szene auftrat. Bekannte Hallen wie The Marquee fanden sich stetig in ihrem Auftrittskalender. Heute steht The Knives stark im Schatten von Emerson, Lake & Palmer und sichtlich ist ELP die musikalisch anspruchsvollere Band. Doch über die Jahre ist mir auch bewusst geworden, dass es gewisse Aspekte gab, die The Knives zu einer interessanteren Band machten als ELP. Emerson, Lake & Palmer war ein recht übersteigertes Projekt, das von einer gewissen Arroganz und Selbstherrlichkeit beseelt war. Und das ist okay. Sie haben anspruchsvolle Musik gemacht und extrem spannende Alben hinterlassen. Doch da ist etwas Charmantes bei The Knives, das ELP nie besessen hatte. Dafür waren sie zu bitter, zu größenwahnsinnig und zu egoistisch. Bei der Musik von The Knives spürt man hingegen noch diese ausgelassene Lebensfreude einer Band, die zu allerlei Blödsinn aufgelegt ist und einfach nur auf diesen neuartigen, geradezu unfassbaren Strom der Londoner Beat-Szene surft. Dies war eine waschechte Bürgerschreck-Band, deren Mitglieder es genossen, bei den Spießern anzuecken. Bei den zahlreichen Filmaufnahmen, die man heute im Internet so findet, spürt man diese besondere Lebensfreude, diesen Spaß am Experimentieren. Verglichen damit war ELP eine griesgrämige, mürrische Band. The Knives fingen als die Band von der amerikanischen Soul-Sängerin P.P. Arnold an, die damals in Großbritannien Erfolg hatte, aber mit ihrer eigenen Gruppe unzufrieden war. Keith Emerson, als das neue Wunderkind der Szene war, in den vorangegangenen Monaten bereits einigen Leuten aufgefallen und so formte man schnell eine Gruppe, um P.P. Arnold auf ihrer Tournee zu unterstützen. Die Band war ein typisches Quartett, bestehend aus Keith Emerson an den Keyboards, David O. List an der Gitarre, Lee Jackson am Bass und Brian Davison am Schlagzeug. Das Prinzip dieser Videoreihe ist die Präsentation von faszinierenden Alben, mal obskur, mal legendär. Bei The Knives ist dies eine Vorgehensweise, die der Band nicht ganz gerecht wird, denn The Knives waren in erster Linie eine Liveband und die Qualität der aufgenommenen LPs kann das Charisma der Gruppe nur begrenzt wiedergeben. Noch weniger kann es sich mit den Hochglanzproduktionen von Emerson, Lake & Palmer messen. Und auch sind sämtliche Knives-Alben durchaus interessant und wert, näher untersucht zu werden. Sie sind akustisch sicherlich tief gefangen im Sound der 60er. Man muss verstehen, dass man in dieser Zeit gerade begonnen hatte, von Mono auf Stereo umzusteigen. Emerson mochte schon damals allerlei progressive Ideen besessen haben, doch es war nur sehr begrenzt möglich, diese im Aufnahmestudio umzusetzen. Die Idee, das Studio in ein Labor zu verwandeln, so wie man es in den 70ern von Bands wie Yes und Genesis und Pink Floyd und Queen und eben ELP kannte, war in 1967 noch relativ unbekannt und auch den Plattenfirmen und den Tontechnikern nur schwer vermittelbar. Ferner muss man bedenken, dass das gesamte Album nur mit 4 Spuren aufgenommen wurde, nach heutigen Maßstäben fast undenkbar. So verkörpert die Studiomusik von The Knives eine gewisse Schnittmenge. Es ist zu weiten Teilen ein geradezu typischer Psych-Rock dieser Ära und doch hatten gegenüber den anderen Bands The Knives ein besonderes Alleinstehungsmerkmal, sichtlich bedingt durch die musikalische Fertigkeit der Mitglieder. Sie griffen allzu gerne musikalische Themen der Klassik auf und verarbeiteten sie frech und rücksichtslos in ihrem Repertoire.
Und dies war etwas, das von den anderen Bands damals sehr respektvoll zur Kenntnis genommen wurde. Ob Jimi Hendrix oder Pink Floyd, sie alle begegneten The Nice mit einer gewissen Anerkennung für das, was sie zu erreichen versuchten. Klassik und Rock zu verbinden war damals ein weitgehend unbekanntes Territorium und die meisten Bands waren besser beraten, die Finger davon zu lassen. Auf ihrem Debütalbum The Thoughts of Amaryllis the Dovejack reflektiert The Nice noch sehr stark den bluesigen Beat, der 1967 so angesagt war. Der Sound wird hier noch stark von den Gitarrenriffs von David O. List beeinflusst. Kurz danach wurde er die Band verlassen. The Nice blieben dann ein Trio mit Keyboards, Bass und Schlagzeug, was eben stark zu dieser Vorstellung beigetragen hatte, dass The Nice für Emerson eine Art Testlauf für Emerson, Lake und Palmer waren, die ja dieselbe Instrumentalverteilung hatten. Doch The Thoughts of Amaryllis Dovejack zeigt auch interessante Ausflüge in den damals hochaktuellen Psychedelic Sound, der 67 von Bands wie The Yardbirds, Pink Floyd oder Jefferson Airplane bestritten wurde. Und wir erkennen hier bereits die ersten Entwürfe für den bombastischen und stark experimentellen Classic Rock, für den Keith Emerson bekannt werden sollte. Das Album wurde im Herbst 1967 in den Olympic Studios in London aufgenommen und erschien auf dem Immediate Label. Heute wird es als eines der ersten Prog-Rock-Alben angesehen und als der Meilenstein einer neuartigen Musikrichtung. Das Album war sicherlich einflussreicher auf junge Musiker und kommende Bands jener Tage gewesen, als es unmittelbar beim Publikum populär war. Der Nonsense-Name Amaryllis Dovejack ist lediglich eine Montage der vier Nachnamen der Bandmitglieder. Das Album beginnt auf der A-Seite mit dem Track Flower King of Flies, ein Titel, der ungeachtet seiner Anspielung auf einen bekannten Roman einen gewissen typischen Psychedelic-Charakter demonstriert. Dies ist ein gelungener Psych-Track mit einem großartigen Refrain. David O. List besticht hier mit einem kurzen, aber sehr psychedelischen Gitarrensolo. Es gibt auch einige nette Soundeffekte hier, die damals vermutlich ein ziemliches Neuland darstellten. Der zweite Track ist das 3 Minuten lange Eponym The Thoughts of Amaryllis Dovejack, das mit recht hysterischen Vokalharmonien beginnt. Doch schon bald schält sich Emersons Talent für äußerst historisch anmutende Akkordfolgen hervor. Es mag nicht der beste Song sein, den man gehört hatte, doch mit 2 Minuten 40 durchaus gut auszuhalten. Das dritte Lied ist Bonnie Kay, beigesteuert von Lee Jackson und David O. List. Das ist vermutlich das konventionellste Blues-Rock-Lied auf dieser Platte, stark beeinflusst von The Yardbirds und nicht gerade einprägsam oder denkwürdig. Es ist ein eher gitarrenlastiger Song, bei dem sich Emerson ausnahmsweise im Hintergrund hält. Das vierte Stück war für die Band ein fester Bestandteil ihrer Auftritte, eine Adaptation von Dave Brubecks berühmten Blue Rondo à la Turk, das The Nice unter dem verkürzten Titel Rondo komplett verrockt haben. Musikhistorisch ist es aber ein durchaus interessanter Augenblick, denn das Stück ist ein reines Instrumental, das absolut keine konventionelle Songstruktur hat, zumindest nicht so, wie es damals üblich war. Hinzu kommt, dass die Studioaufnahme hier 8 Minuten und 22 Sekunden lang ist, damals gänzlich unerhört. Die durchschnittliche Songlänge lag damals bei 2 Minuten 50. Obwohl Rondo mehr eine Live-Nummer war, welche die Fähigkeiten der Band demonstrierte, ist die Studioversion durchaus reizvoll und bietet einige coole Solos von David O. List und Keith Emerson. Emerson verfällt an einer Stelle in die berühmte Toccata und Fuge in D-Moll von Johann Sebastian Bach, etwas, das er auch live bei diesem Stück tat, da aber auf der Rückseite der Orgel stehend, sozusagen auf spiegelverkehrt liegenden Keyboard-Tasten. Angeber. Rondo ist durchaus ein echter Proto-Prog-Rock-Beitrag, der einige faszinierende Melodien und Improvisationen bietet und ein Gefühl dafür vermittelt, wie der Sound der 70er sein würde. Die B-Seite beginnt mit einem weiteren Instrumental, dem treibenden Song War and Peace. Das ist eine reine Jam-Session-Nummer, die aber ein verdammt großartiges Gitarrenspiel von David O. List demonstriert. Das ist ein waschechter Psych-Rock-Sound aus dem Jahr 1967. Trocken, rau, verspielt. Anschließend bricht ein Solo-Duell zwischen David O. List und Keith Emerson aus. Emerson nimmt hier zum ersten Mal einige Noise-Experimente auf und entlockt seiner Hammond die ersten Sounds. Das ist alles ein ziemlich geiler Krach. Die zweite Nummer auf Seite B ist das durchaus schrullige Tantalizing Maggie.
Es ist eine eher anstrengende Nummer und sicherlich nicht mein Favorit auf diesem Album. Es ist mehr einer dieser Songs, die man mit Humor nehmen sollte oder besser überspringt. Doch im Finale des Songs lässt Emerson beeindruckend die Finger über die Tasten eines Flügels tanzen. Das dritte Lied auf der B-Seite trägt den Titel Dawn und ist vermutlich eine Nummer, die im The Nice-Repertoire häufig übersehen wird. Doch für mich ist das eines der Highlights hier. Ein stimmungsvolles Klangexperiment, das eine düstere Welt heraufbeschwört. Hier werden die Hörgewohnheiten und musikalische Erwartung von 1967 massiv gesprengt. Allerdings ist dies keine unangenehme Krachnummer. Es ist ein cooler Psych-Track, der allerdings eine eigenwillige, originelle Handschrift besitzt. Im Katalog von The Nice ist dies eine extrem unterschätzte Nummer, die durchaus näherer Betrachtung verdient. Hier gibt es großartige Basspassagen bei Lee Jackson, eine narkotisierte Gitarre von David O'List und natürlich allerlei Klanggebilde von Emerson, der hier neben der Hammond-Orgel auch ein extrem lässiges Cembalo spielt. Das Album schließt mit dem eher süßen Song The Cry of Eugene, eine typische Psychedelic-Ballade, leicht verträumt, doch zur selben Zeit beherrscht von einem extrem gelungenen Gitarrensound von David O'List, der wie Honig dahinfließt und ein wenig an die Frippertronics von Robert Fripp in den 70ern erinnert. An diesen Stellen wird vermutlich deutlich, weshalb The Nice durchaus einen starken Einfluss auf kommende Bands hatten. O'List spielt hier auch einige Trompetenakzente. Das ist also eine solide und durchaus charmante Nummer, die in der zweiten Hälfte dann plötzlich in einen deutlich raueren und krachigeren Sound verfällt. Ein frühes Beispiel für Bombastic Rock. Wenn man progressive Rockmusik erforscht, gehört The Thoughts of Amaryllis Dovejack unbedingt auf den Plan. Hier erleben wir die ersten Bemühungen darum, das klassische Rock-Song-Format zu sprengen und etwas Neues zu versuchen. Dies ist sicherlich kein geniales Meisterwerk. Das Album besticht eher mit Charme als mit großer Komposition oder makelloser Aufnahmetechnik. Und doch kann es Spaß machen, hier interessante Passagen zu entdecken, insbesondere wenn man sich für den Psychedelic Rock der späten 60er Jahre interessiert. Ich gebe dem Album 3,5 Sterne und kann es durchaus jedem empfehlen, der einen authentischen Sound dieser Ära studieren möchte. Ich werde mich vielleicht bald den anderen The Nice Alben zuwenden, obwohl der Bestand dieser Band doch recht kurzlebig war, gerade mal 3 Jahre. Es ist dennoch interessant, die Entwicklung dieses Projekts zu beobachten und damit auch die Veränderung von Album zu Album. Somit bis zum nächsten Mal. Das war The Thoughts of Amaryllis Dovejack von The Nice aus dem Jahr 1967.